Du möchtest dir ein neues Auto kaufen und überlegst, soll ich es finanzieren, leasen oder doch bar kaufen? Welche Variante ist die beste für dich? Wir machen den Faktencheck. Mein Name ist Jasmin Haas von Werner Haas Automobile und ich führe unseren Betrieb heute in der dritten Generation. Früher hat man immer gesagt, als Privatperson finanziert man und als Gewerbebetreibender least man. Aber ist das wirklich richtig und die beste Variante für dich? Ich glaube, man sollte sich eher fragen, wie lange möchte ich mein Fahrzeug nutzen? Bin ich der Typ, der nach 2, 3 Jahren Lust auf was Neues hat und regelmäßig ein neues Fahrzeug erwirbt? Oder möchte ich mein Fahrzeug langfristig fahren? 8, 9, 10 Jahre, wie lang auch immer. Diese Frage solltest du dir erst beantworten und dann die Finanzierungs- oder Leasingvariante darauf abstimmen. Bei einer Finanzierung bist du recht flexibel. Das heißt, du kannst natürlich jederzeit eine Sondertilgung machen oder die Finanzierung vorzeitig beenden. Das Fahrzeug gehört dir aber bei einer Finanzierung. Das heißt, wenn du es wieder in Zahlung geben möchtest oder selbst verkaufen möchtest, ist natürlich immer die Frage, wie viel bekomme ich dann noch für mein Fahrzeug und welchen Wertverlust musste ich tragen. Eine bessere Planungssicherheit bietet dir zum Beispiel das Kilometerleasing. Du gibst deine jährliche Kilometerleistung an und wenn du dich an diese ungefähr hältst, dann kommt zum Schluss kein böses Erwachen. Denn was das Fahrzeug am Schluss wert ist, interessiert dich dann nicht. Das Restwertrisiko trägt entweder der Hersteller oder der Händler. Viele Interessenten haben natürlich Bedenken. Was passiert mit Beschädigungen am Ende der Laufdauer? Werden diese in Abzug gebracht? Beschädigungen außerhalb der gewöhnlichen Nutzung werden in Abzug gebracht. Jedoch ist es natürlich auch so, wenn du dein Fahrzeug am Ende der Finanzierungsdauer in Zahlung gibst, werden natürlich auch hier Beschädigungen berücksichtigt. Du solltest dich genau erkundigen, welche Subventionen gerade vorliegen. Das heißt, wird zum Beispiel das Leasing oder die Finanzierung stärker bezuschusst. Das kann große Unterschiede auch in der Rate ergeben. Wenn zum Beispiel der Hersteller sein Leasingprogramm fördert und die Finanzierung gerade nicht so interessant ist, dann liegst du mit der Rate wahrscheinlich beim Leasing deutlich niedriger. Somit solltest du dir einfach nochmal Gedanken machen, wie lange möchte ich dieses Fahrzeug nutzen? Möchte ich danach mit dem Verkauf etwas zu tun haben oder den Schlüssel abgeben und das Thema ist erledigt für dich? Und mach dir natürlich Gedanken, welche Subventionen sind stark gefördert? Welcher Deal ist der beste Deal? Um den besten Deal für dich zu finden, vereinbar doch einfach einen Termin bei uns für deinen individuellen Faktencheck. Wir freuen uns auf deine Terminvereinbarung.